Komm mal her, mein Lieber. Was ist da denn los? Ja, das hat ihn so viel gebracht, ne? Einfach der Wilde. Da ist schon direkt der Nächste, ne? Der soll mal herkommen, dann hole ich mir. Ey, Leute, ihr könnt sehen, das bringt echt so mega Spaß. Die Aura vor allen Dingen. Auch einfach Maschallah, würde ich sagen. Letzte Nacht war ich fucked up, sie weiß das. Und sie weint, weil ich wieder keine Zeit hab. Letzte Nacht und sie weiß, ich bin nicht einfach. Jeden Tag lebe, jeden Tag wie Freitag. Yo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Tanoshi und willkommen zu diesem Video. Ja, wir sind mal nicht mit dem Welter-Client, sondern mal mit einem Free-Client und zwar ist das der Liquid Bounce-Client. Ich denke mal, dass jeder den Client kennt und ja, Liquid Bounce ist ein Free-Client und meiner Meinung nach auch schon immer der beste Free-Client war oder bis jetzt auch immer ist. Ich habe von einem Zuschauer namens Cedric gerade die neueste Version bekommen, das ist die Development-Build-Version. Genau, und ja, ich habe auch dazu noch eine Hypixel-Config. Und Leute, das geht einfach mal mega gut durch. Also ihr könnt jetzt mit einem Free-Client, mit den Liquid Bounce, richtig gut auf Hypixel cheaten. Und das bringt echt mega Spaß. Ich habe lange nicht mehr auf Hypixel gecheatet. Dann würde ich mal sagen, Leute, gehen wir mal ein paar Runden Skywars rein. Und dann zeige ich mal ein bisschen so die ganzen coolen Bypasses. So, Freunde, nun sind wir auch schon direkt in der ersten Runde Skywars. Es geht alles komplett durch, außer einen Fly. Also einen Fly gibt es zurzeit noch nicht, aber ist ja auch nicht so dramatisch. Ja, da würde ich mal sagen, die Runde kann auch schon easy starten. So. Equipment haben wir nicht so nices, naja. Da würde ich mal sagen, scaffen wir uns mal direkt drüber. Der Scaffold ist auch schon mega nice. Also wie ihr sehen könnt, Leute, ist es schon ganz nice, der Scaffold. Ja, du Bastard, springst einfach runter, ich will Equipment haben. Ja, aber sonst geht ein Scaffold auch wunderbar durch. Der geht diagonal, der geht auch, genau, diagonal, der geht hoch, also kannst du auch rumjumpen. Auf ein bisschen verrückt machen, ihr wisst Bescheid. Ich sag mal ganz kurz hier so. So, ist auf jeden Fall schon ganz, ganz nice, das Scaffold. So, da ist schon direkt der nächste. Ich gehe mir mal kurz was reinfuden. Und dann holen wir schon mal direkt hier den nächsten. Die Aura geht echt schon sehr, sehr schmackhaft durch, muss ich sagen. Ach, der hat sich darüber gesaved. Naja. Holen wir den auch mal, würde ich sagen. Da bringt ihn sein Verstecken auch nichts. Oh, da wollte er mich gerade hier holen, aber da habe ich ihn ganz, ganz easy geholt. Ich weiß nicht, was der eine da unten macht hier, ne? Also das fuckt mich schon wieder ab. Naja, dann hole ich mir den einfach gleich. Dann gehe ich erstmal auf den anderen da vorne. So, scaffe ich mal rüber hier. Also wie ihr gesehen könnt, Scaffold geht wunderbar durch. Und das für einen Free-Client ist echt schon sehr, sehr nice. Ich wusste gar nicht, dass jetzt Liquid Bounce immer noch Hypixel bypasst. Ist aber echt nice, würde ich sagen. Da ist schon direkt der nächste. Und der hat ein nice Schwert. Ein Dierschwert. Ja, ich spiele auch schon einige Runden schon. Ich habe mal ein bisschen rumgetestet. Ich spiele bestimmt schon 20 Minuten Autobahn. Das kriege ich auch nicht. Also echt top, muss ich sagen. Ich habe auch schon sehr, sehr lange nicht mal mit Liquid Bounce gespielt. So, jetzt will ich aber endlich mal hier den Dude holen. Ah, okay. Leute. dazu brauche ich nicht sagen. Wir sehen uns in der nächsten Runde. So, Freunde, nun auch schon in der zweiten Runde Skywars. Wie ihr sehen könnt, geht alles wunderbar durch. Bringt auf jeden Fall auch ziemlich Spaß, muss ich sagen. So, dann holen wir uns mal nochmal. Oben ist noch eine Truhe. Dann hole ich mir auch mal hier eine Truhe. So, okay, super. Der erste ist schon direkt da. Sagen wir mal Hallo und Tschüss. Erstmal Aura anmachen. So, Hallo und Tschüss. Da haust du rein. Super. So, da ist schon direkt der nächste. Ja, der will mich hier Bow spammen, aber hat wohl wenig Erfolg gehabt. Da ist schon direkt der nächste hier unten. Den sagen wir auch mal Hallo und Tschüss. Der war erstmal maximal verwirrt, nice. So, Freunde, da ist auch schon der nächste. Oder ich glaube auch sogar der letzte. Ah, da ist sogar der letzte Wild. Dann komm mal her. Da komm mal her, mein Lieber. Ja. Da haben wir die Runde easy geholt, Leute. Und da würde ich mal sagen, sehen wir uns direkt auch in der nächsten Runde. So, Freunde, nun auch schon direkt in der dritten Runde. Es bringt auch wirklich sehr, sehr Spaß, muss ich sagen. Also, bringt echt mal wieder Bock. Auf ganz entspannt. Da, wo jetzt nicht so allzu viele schwitzen. Also, wie auf Gamma oder so. Das habe ich echt, die letzten Folgen waren echt so anstrengend auf Gamma. Da haben echt alle nur rumgeschwitzt. Und auf Hypixel schwitzen auch schon viele, muss ich sagen. Also, gibt es schon auf jeden Fall ein paar, aber jetzt nicht so extrem. Hat man auf jeden Fall viel, viel mehr Spaß. Ja. In den nächsten Videos zeige ich auf jeden Fall nochmal die neuesten Updates zu Welter und dann nochmal ein Update-Video, was jetzt mit dem Launcher ist oder zum Release eher. Da gibt es auf jeden Fall auch neue Informationen. Das erwähne ich aber alles dann im neuen Video. Da ist schon direkt der nächste. Also in dem nächsten Video werde ich das sagen. Und Leute, ich habe auch geplant, mal mit ein paar Kollegen ein paar CSGO-Videos rauszubringen. Ich habe jetzt ja genau einen neuen PC und deswegen auch CSGO. Und ich bin auch noch recht neu, habe jetzt auch einen CSGO-Sheet bekommen, einen Legit-Sheet.
Und da habe ich echt mal Bock, ein paar nice Videos mit euch zu machen. Also könnt auch immer gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Ich habe auf jeden Fall mal mega Bock und die Jungs haben auch echt mega Bock. Also so ein bisschen CSGO bringt auf jeden Fall auch schon Fun, dass ich irgendwie so zwei MC-Videos bringe. Komm mal her, mein Lieber. Was ist da denn los? Ja, das hat den so viel gebracht, ne? Einfach der Wilde. Da ist schon direkt der Nächste, ne? Da soll mal herkommen, da hole ich mir. Ey, Leute, ihr könnt sehen, das bringt echt so mega Spaß, die Aura vor allen Dingen. Auch einfach Mashallah, würde ich sagen. Ach, da sind die letzten beiden. Supi, ich gehe erstmal den hier holen. Komm mal her. Wo willst du denn hin? Da aus, da rein. Dann holen wir uns doch mal den hier auch. Also, die Aura ist echt schon gut, muss ich sagen. So, komm mal her. Da haust du auch rein. Nice, Leute. Da würde ich mal sagen, weil es so Spaß macht, gehen wir auf jeden Fall nochmal in die letzte Runde rein. Und ja. So, Freunde. Nun sind wir auch schon in der letzten Runde jetzt. Und ja, da würde ich mal sagen, holen wir uns mal direkt hier ein bisschen Equip. Und dann würde ich mal sagen, holen wir uns auch schon mal direkt den nächsten Win. Mit Voransage. Genau. Ah, oh cool. Equip haben wir schon mal diesmal. Sehr, sehr nice. Irgendwie hat man das, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, so selten gutes Equipment. Der leckt irgendwie rum, deine da. Den holen wir mal hier, den ersten. Hallo und tschüss, würde ich sagen. Haust da rein. Hallo und tschüss. Ey, das bringt so Spaß, Leute. Und mal Real Talk, Leute. Ich brauche halt wirklich keinen Fly, wenn ich so ein Scaffold habe. Ja. Da kommt man auf jeden Fall auch schon sehr zügig voran. Na du. Ah, will, dass er mich hinten kann, aber ich ihn nicht. Nice Logi wieder. So. Komm mal her, mein Lieber. Da aus der Reihe, würde ich sagen. Leute, es bringt wirklich so Spaß. Oh mein Gott. Okay, Freunde, das war's wohl doch schon mit der letzten Runde. Da wurde ich gerade gebannt. Naja, ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß gehabt. Ich habe über fast schon eine Stunde habe ich schon gespielt mit dem Account. Davor habe ich auch noch mal ein paar Runden gespielt. Hat auf jeden Fall wirklich mega viel Spaß wieder gemacht, mit einem Freesheet auf ein Pixel so reinzuschieben. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, würde ich mich echt über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt auf jeden Fall mal einen netten Kommentar. Lasst doch mal auf Kreuz nochmal einen Sub da. Ich habe fast die 400 Abonnenten, Leute. Lasst auf jeden Fall eine richtig starke Community sein. Und ja, Freunde, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video und ciao.